Und wir schalten in die Frankfurter Börse jetzt. Dorothee Holz, auf dem Markt für Digitalwährungen, also für Kryptowährungen, hat es heftige Turbulenzen gegeben, ausgelöst durch den Absturz einer wichtigen Kryptobörse. Was ist da los? Also es lag schon in der Luft, aber heute hat die sehr populäre Kryptobörse FTX in den USA Insolvenz angemeldet. Der Chef und Gründer, ein schillernder Jungstar, ist von seinem Posten zurückgetreten und die Kunden müssen um ihr Geld bangen. Bestimmte Vermögenswerte wurden eingefroren, möglicherweise wurden auch Kundengelder veruntreut. Viele US-Superstars, Größen aus dem Silicon Valley, der Wall Street, waren dort mit Milliarden engagiert. Aber auch ganz normale Krypto-Fans. Am Sonntag geriet die Krypto-Plattform schon in Schwierigkeiten. Kunden flohen, zogen Milliarden ab, was die Lage verschlimmert hat. Das bringt den gesamten Markt mit Kryptowährungen in Turbulenzen. Der Bitcoin hat allein diese Woche gut 20% verloren, notiert bei rund 16.000 Euro. Aktienbesitzer stehen deutlich besser da. Der DAX steigt weiter um 0,6% auf 14.234 Punkte. Und das Wochenplus liegt bei 6%. Dankeschön, Dorothee Holz.